Seit 25 Jahren gibt es die Apropos Pferd. Vor 13 Jahren beim internationalen Springturnier zum ersten Mal Sieger im Großen Preis des Landes Niederösterreich. Und in den letzten beiden Jahren war es dann auch wieder Hugo Simon. Und er ist auch 2016 wieder hier, freilich mit einem einzigen Pferd, nämlich CT Arena Nova, Wiener Neustadt. Das hat für dich eine besondere Bedeutung. Ja, Wiener Neustadt ist für mich einfach ein Pflichtturnier. Hier ist die Stimmung sehr gut, bin mit dem Veranstalter sehr befreundet und ich bin einfach gerne hier und habe auch viel Glück hier. Das muss man ja sagen, das Publikum steht absolut hinter dir. Wir haben das auch heute beim ersten Start bemerkt, obgleich dann ein ganz junger Mann dir den Schneid hier abgekauft hat und gleich noch einem weiteren mit. Der dritte Platz ist es heute geworden, ein junger Pole. Zeigt uns, dass die Jungen jetzt doch auch wieder für die großen Prüfungen alle da sind in ganz Europa. Ne? Es tut sich was. Ja, ich muss sagen, der Junge hat fantastisch geritten und es war ja nur eine Einlaufprüfung. Aber man hat gesehen, dass da wirklich was dahinter steckt. Wir haben es heute nicht ganz voll angehen lassen, weil morgen ist schon mal ein Weltranglistenspringen. Da müssen wir fit sein und am Sonntag ist das Wichtigste. Wie viel ist eigentlich heutzutage, 2016 im Springsport, die Erfahrung, Routine und das Können des Reiters verglichen zum Vermögen des Pferdes wichtig? Ändert sich das über die Jahre? Beobachtest du da etwas? Ja, das ändert sich immer. Wichtig ist die Kombination Pferd und Reiter. Und wenn die stimmt, dann geht es weiter. Und wenn das eben nicht vorhanden ist, dann stockt es ein bisschen. Momentan funktioniert es bei dir und CT hervorragend. CT ist ja auch hier in der Arena Nova eigentlich das erste Mal so richtig auf ein größeres Turnier gegangen. Ist schon ein paar Jahre her. Ihr beiden habt noch ein bisschen was vor. Ja, ich muss sagen, 2014 hat er ja den großen Preis hier gewonnen. Und letztes Jahr der Freddy. Jo, und dieses Jahr ist er wieder dran, wenn es möglich ist. Da drücken wir die Daumen. Vielen Dank und vielleicht geht sich zwischendurch ein bisschen was schon einkaufen aus für Weihnachten. Ist ja auch eine tolle Messe immer hier, ne? Ja, das muss ich sagen. Das Umfeld hier ist einfach fantastisch. Vielen Dank, Hugo Simon. Wir sehen uns am Sonntag hier zum Siegerinterview. Hoffe ich mal. Ja, ich bin gerne hier.